Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz. Erstes Heimspiel in der Rückrunde der TSG zu Hause gegen Optik Rathenow. Die TSG gewinnt mit 2:0 und hat damit ihre Tabellensituation, sprich also den ersten Platz in der Tabelle der Regionalliga, nochmal untermauert. Ja, ich denke, ein ansehnliches Spiel und wie das Ganze zustande gekommen ist, werden uns jetzt die Trainer, denke ich mal, anschaulich darstellen und wir beginnen mit unserem ersten Interview. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ich denke, es war ein verdienter Sieg von der TSG Neustrelitz. Wir haben einen sehr starken Gegner gespielt. Ich denke, meine Jungs haben im Augenblick nicht gezeigt, was wir können. Wir sind zu wenig nach vorne gekommen, um für Entlastung zu sorgen. Und so geht der Sieg über 90-92 Minuten, denke ich, in Ordnung. Für mich ein bisschen schwierig. Für mich ein bisschen schwierig natürlich die gelb-rote Karte, was er hat. Der Kollege Exxon hat 2 Foulspiele gemacht. In dem Spiel, wo es kaum Nicklichkeiten gibt oder sonst was, durfte dafür dann gleich wieder duschen gehen. Aber gut, das ist nun mal so. Wenn ich hier den Saal sehe, war hier schon öfter, würde mich auch für euch freuen, wenn er dann ein bisschen schlechter vielleicht läuft in der dritten Liga. Das auch alle, die jetzt da sind, dann auch da sind. Dankeschön und weiter viel Erfolg. Lukade, so, das Ganze jetzt aus der Sicht der TSG mit unserem Trainer Thomas Bredaric. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag erstmal an alle Fans, Sponsoren und Förderer von der TSG. Vielen Dank, dass ihr uns heute wieder so zahlreich unterstützt habt. Erstmal vielen Dank von der Mannschaft her. Das wollte ich nochmal ganz kurz loswerden. Es ist ja auch nicht selbstverständlich. Ingo Kalisch hat es gerade eben gesagt, hier tut sich etwas, wenn man hier rausschaut. Ja, alles in Bewegung. Und meine Aufgabe ist es, meine Jungs in Bewegung zu setzen. Und das ist heute uns sehr, sehr gut gelungen. Wir haben heute eine hohe Laufbereitschaft gezeigt. Unser Spiel ist sehr laufintensiv und wir wollen dem Gegner es unheimlich schwer machen, uns zu schlagen. Und heute glaube ich auch, dass es verdient war. Das Spiel ist 2:0 ausgegangen. Ich glaube, das hätte auch ein Stückchen höher ausfallen können. Wenn man die Torchancen mal betrachtet, sind wir vor dem Tor noch ein Stückchen entwicklungsfähig. Da arbeiten wir aber jeden Tag am Training oder beim Training, dass wir uns da verbessern. Das Herausspielen von Torchancen ist so eine Sache beim Fußball. Ich denke, dass wir in den letzten 7 Wochen keine einfache Vorbereitungszeit hatten. Die 7 Wochen waren unheimlich lang, auch für mich als Trainer war es nicht einfach, diese 7 Wochen sehr intensiv und sehr kreativ zu gestalten, um die Mannschaft auf den Punkt fit zu bekommen. Das letzte Wochenende hat gezeigt, ja, dass wir hart gearbeitet haben. Die Füße waren unheimlich schwer beim BFC letzte Woche, als wir verloren haben. Die Mannschaft musste aber durch dieses Tief durchgehen, um heute so eine Leistung abrufen zu müssen. Und ich möchte noch mal eins klarstellen. Rathenow kommt nicht hierher, um zu verlieren, sondern sie haben uns auch heute wieder das Leben sehr schwer gemacht. Und wir haben sehr, sehr gut oder sehr viele Impulse setzen müssen, um hier ein Tor zu schießen. Letzten Endes ist uns dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen das Spiel aus den Händen geglitten, aus meiner Sicht. Ja, nachdem 1-0, das stand ja sehr lange 1-0, haben wir es nicht geschafft, noch ein Stückchen mehr Druck auszuüben auf den Gegner. Deswegen bin ich froh, dass wir dann durch Dino das 2-0 nachgelegt haben, mit einem tollen Freistoßtor. Und letzten Endes, wie gesagt, sind wir, glaube ich, alle zufrieden, dass wir 3 Punkte haben, dass wir die Tabellenführung auf Jena ausgebaut haben. Ja, und ja. Ja, das ist sicherlich nicht unser primäres Ziel, die Distanz zu Jena zu halten. Aber ihr wisst ja selber, ja, in den Medien wird ja auch sehr viel immer geschrieben und ja, aus dem Land da unten, südöstlicher ja, von Neustrelitz. Da wird ja auch letzten Endes viel spekuliert, ja, dass wir einbrechen und dass wir das über die Rückrunde nicht halten können. Und heute haben wir gezeigt, ja, dass wir schwer zu schlagen sind und dass wir alles daran setzen, da oben zu bleiben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Thomas. So, wir haben natürlich die Chance, das Ganze noch etwas zu intensivieren. Heute vertreten für den Nordkurier Matthias Schütt. Ja,
Schütt von Nordkorea, erstmal eine Frage an Herrn Kalisch. Hertha gestern gewonnen, Lok Leipzig unentschieden gespielt. Ihr seid jetzt auf dem Abstiegsplatz gerutscht. Ich denke mal, ihr werdet euch den Rückrundenstart sicherlich anders vorgestellt haben, oder? Ja. Muss ich mal einfach mal fragen, wenn ich noch nicht trainiert fahre, nehme ich nicht heraus, dass ich hierher fahre, um zu gewinnen. Von der Einstellung her, ja. Und wenn ich die Entwicklung im letzten Jahr verfolgt habe, wäre das heute hier ein Zusatzpunkt für uns geworden oder ein Zusatzdreier, so wie es in der Hinrunde war. Für uns ist es ganz einfach, wir haben 7 Heimspiele, davon wollen wir, müssen wir 5 oder 6 hier hin, auswärts nochmal und dann sind wir drin und dafür werden wir alles tun. Hallo. Ja, dann geht es dann im Bewahrungs gleich weiter. Ja, Hinspiel, wie Herr Kalisch ja schon erwähnt, hattet ihr 0-1 verloren. War das heute so ein bisschen die Revanche und gleichzeitig der Start für eine neue Serie? Also ich muss ja wirklich auch sagen, unabhängig davon, wir haben 13 Siege in Folge gehabt, das ist schon erwähnenswert. Letzten Endes ärgerte mich über die komplette Vorrunde diese Niederlage gegen Rathenau. Und die steckt ja auch, muss ich sagen, noch ein bisschen in den Knochen. Ich bin froh, dass wir heute das Spiel gewonnen haben. Rathenau muss ich aber auch sagen, die haben gegen uns in der Hinrunde auch sehr, sehr gut gespielt. Die haben es sehr eng gemacht. Sie haben ein Tor mehr geschossen, also haben sie es auch verdient gehabt zu gewinnen. Und wir waren einfach nicht, oder noch nicht so weit, weil wir davor gegen Freiburg und gegen Jena spielen mussten über 120 Minuten gehen. Wir hatten eine lange Vorbereitungsphase, wir wussten nicht genau, wo wir stehen. Und heute wissen wir, dass wir da richtig gut gearbeitet haben jetzt in den letzten 7 Wochen. Die Jungs, die mussten wirklich richtig schuften. Ich habe sie echt laufen lassen, ich habe sie, sag ich mal, gequält, jetzt nicht unbedingt. Aber im Fußball muss man über seinen Schatten hinausspringen, ja, um sich nach vorne zu bewegen. Und das haben sie richtig gut gemacht. Also die Psyche stimmt und also ich bin stolz auf meine Mannschaft. Ja, Sie hatten vorhin schon auf Jena angesprochen, die gestern verloren haben, unentschieden gespielt haben. Magdeburg hat. Fast haben sie verloren. Punkte haben sie zumindest noch geholt. Magdeburg hat gewonnen, also die beiden direkten Konkurrenten haben gestern schon gespielt, ihr heute erst. War das auch so ein bisschen ja, positiver Druck, dass ihr erst einen Tag später gespielt habt, dass ihr noch reagieren konntet? Oder? Ja, ich habe mir natürlich auch die Spiele angeguckt auf dem MDR. Und klar, wenn sag ich mal, Jena uns so eine Steilvorlage gibt, ja, und dann nutzen wir natürlich diese Situation gerne aus. Aber letzten Endes sollten wir nicht auf unsere Konkurrenten schauen. Wir haben, glaube ich, selber mit uns sehr, sehr viel zu tun. Wir wollen uns positiv weiterentwickeln. In jeder einzelnen Position auf dem Spielfeld gibt es daran zu arbeiten. Und da sollten wir lieber auf uns schauen, sollten vor unsere eigene Tür kehren. Und wenn wir weiterhin unsere Spiele positiv gestalten, wie heute, dann können die anderen noch, keine Ahnung, weiß nicht, was das ist. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu, will raus. Ich denke mal, das genießen wir, das nehmen wir so mit und freuen uns jetzt schon mal auf das nächste Wochenende. Ich hoffe, dass ihr alle wieder dabei seid. Die Mannschaft braucht diese Unterstützung und ich denke, das soll es dann für heute gewesen sein. Euch noch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Tschüss.